Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Stadtfilmabend. Das ist jetzt Staffel 3, Episode 31. Wir werden belagert von Maschinen-Arschlöchern im Süden und eben solchen im Osten. Und das ist irgendwie kacke. Wir haben uns hier jetzt zwei Turds gebaut. Also eins steht noch da. Wo ist das andere? Hier hinten noch. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Haben wir hier aufgehört das letzte Mal? Ich hoffe doch. Naja. Wir haben, glaube ich, hier noch den Auftrag, Mechanoiden zerlegen und noch 25 mal EMP-Granaten herzustellen. Okay, haben wir hier jemanden, der schmieden tut? Naomi. Guck mal, Naomi hat nur 10 von 20 im Forschen und Ratte, den wir momentan haben, hat 16 von 20 vom Forschen. Darum lassen wir Ratte lieber beim Forschen dabei. Naomi kann vielleicht auch mal Schmieden kriegen. Nee. Schneidern hat sie jetzt. Schmieden haben die alle. Okay. Dann warten wir einfach, bis irgendwas hergestellt ist. Bereitet naheliegende Mechanoiden zu wecken. Ja gut, das ist halt so, ne? Warte. Dann muss ich ja, was die Zonen angeht, hier auch noch ein Sicherheitscordon um den zweiten Mechanoiden-Cluster machen. Ist bald alles voll mit den Dingern. Wahrscheinlich nur, weil wir so viel Essen haben. Je mehr Zeug man hat, desto mehr wird man angegriffen hier. Nussi löst volle aus. Warum Nussi? Warum nur? Oh, interessiert ihn gar nicht so viel hier. Die anderen können das ohne. Warum macht Naomi jetzt wieder nichts? Naomi, anstatt dass du nichts machst, sollst du im Notfall dann auch zum Schmieden gehen und vielleicht auch zum Kochen. So, dann hast du immer was zu tun. Ach so, darum machen die das nicht. Gut. Ich bin der Meinung, ich hatte schon geschossen mit denen. Komisch. Prellung, Stich, Quetschung, Stich, Stich, Stich. Hier schimmeln uns die Heilkräuter, das ist auch nicht gut. Carsten wartet auf seine Operation. Achso, er kriegt ja ein zweites Bein jetzt. Nussi ist an Wundinfektionen. Linke Lunge. Die kann man auch nicht so ohne weiteres rausnehmen, die linke Lunge. Ich meine, kann man schon, aber wollen wir erstmal hoffen, dass
dass er sich erholt, der Nutzi. Ah, siehst du. Acht Stück haben wir schon, okay. Hier stehen die beiden, okay. Dann bauen wir hier mal eine kleine Hütte. Haben wir Holz? Nein, wir haben kein Holz. Was haben wir denn? Wir haben Marmor. Eine kleine Marmorhütte für die Patronen. Irgendwie bin ich der Meinung, das habe ich alles schon gemacht, aber okay. Und hier eine Tür rein. Machen wir hier eine Lagerzone. Alles löschen. Hergestellt. Mörsergranaten. Zack. Priorität kritisch. Und eine Stehlampe rein. Provisorische Arbeiter, die brauchen wir momentan leider alle selbst. Ach so. Cool. So, und hier können wir jetzt aus diesem Lager die Mörsergranaten rauswerfen. Schwupp. So. Dann werden die hier automatisch gelagert und wir haben es nicht so weit, wenn wir die Arschlöcher hier beschießen wollen. Ah. Wie geht's denn dem Nossi? Was mit Naomi hat immer noch nichts zu tun hier, das ist so merkwürdig. Hier auch noch Wetter. Hm. Bench kann operieren. So, so. Schwere Wundinfektion. Immunität 86%. Das scheint da zu überleben, sagen wir mal. Hoffen wir mal. Wird er wohl überleben. Schneesturm, um Himmels Willen. Carsten löst Falle. Oh, warum laufen die alle in die eigenen Fallen? Was sollen bitte? Jetzt kriegt Carsten wahrscheinlich auch noch eine Wundinfektion. Alle haben so Wundinfektionen.
Ist wohl gerade modern. Carsten konnte Stachelfalle aus Holz nicht konstruieren. Der Versuch hat einige Rohstoffe verbraucht. Warum hat Naomi nichts zu tun? Können Naomi auch mal auf Reinigen stellen. So. Minus 22 Grad. Was? Carsten wurde erstochen? Die letzten Ereignisse im Leben von Carsten. Ein Blutverlust löste bei Carsten einen Kollaps aus. Eine stachelige Falle durchbohrte Carsten und zerbarst dessen rechte Speiche und rechter Arm. Eine scharfe Falle traf Carsten und zerriss dessen linkes Bein. Eine Stichwunde am Körperteil Gehirn ließ Carsten völlig hinfallen. Eine Stichwunde am Körperteil Kopf kostete Carsten das Leben. Okay, wo ist der Carsten denn jetzt? Ist durch gleich zwei Fallen gelatscht. Okay. Machen wir den Schummelmodus wieder an. Aha, okay. Wo war das jetzt? Hier war das nicht. Muss das hier sein? Da. So. Hier, random injury. Ah! So, gucken wir mal. Quälende Messernarbe am linken Auge. Okay. Gut. Option. Sowas. Denkt man nichts Böses und sterben die einfach alle wieder weg. Hungernde Tiere? Warum? Der Timberwolf, okay. Zone. Tiere. Ach so, Tiere innen haben hier diesen Raum gar nicht. So, warte mal, Wolfi. Zuweisung, nicht Drogenrichtlinien. Gebiete verwalten, neues Gebiet. Das nennen wir mal Fleischfresser. Zone. Fütterungszone nennen wir das. Fütterungszone. Geht nicht. Fütterungszoo geht. Okay, nehmen wir das so. Gudi, Hirschkalb und Steinbockkalb, die sind neu. Gut, gucken wir mal. Tiere, wo ist unser verhungernder Timberwolf? Der kommt in die Fleischfresser-Fütterungszone. Da kann er dann nämlich... Achso, hahaha. Die muss ich natürlich auch... kennzeichnen, sonst wird das nichts. Da ist er, siehst du. Leichte Unterernährung, okay.
leichte Unterernährung. Warte mal, Nuno ist der Einzige, die Einzige, der es einigermaßen, gute Laune hat, sagen wir mal. Nee, kann Mörser auch nicht verwenden. Ich dachte, ich hätte da gerade einen Weg um die Gewaltfreiheit gefunden, aber nein. Gut, da muss Nussi halt, der hat auch gerade. Oh Gott. Nicht schon wieder Carsten. Will Carsten sterben oder was? Was ist denn hier los? Ah, siehst du. Den haben wir schon außer Kraft geschaltet hier. Und jetzt kommen die nämlich an. Ah! Aber jetzt gehen die wieder raus, okay. Oh, ich habe eine Idee. Dass wenn die dann hier ankommen, steht Kerstin hier und schießt auf die. Und vielleicht ich auch. Und vielleicht Jefim. Oh, ist das großartig. Nein! Ich hab's gerade rausgeschafft, da wachen die wieder auf. Was zur Hölle? Alle nicht so nah beieinander stehen vielleicht. Oh, warte. Okay. Ah, keine verfügbaren Geschosse. Die Geschosse sind alle toll. Ist einmal getroffen. Mit den 25 Granaten oder wie viel ich hatte. Toll. Tut. Ah! Toll. Jetzt bin ich auch tot, oder was? Fuck. Okay. Meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass hier so viel
bin eigentlich auf einem vergleichsweise einfachen Schwierigkeitsgrad hier. So. Nee, das war das. Okay, wollen wir mal gucken, ob wir das noch. Ratte, du kannst mal Kerstin retten. Und Nussi kann die mal überraschen hier. Sehr gut. Okay. So. Warum rüste Impulsgewehr aus? Kann ich das nicht tragen? Habe ich gar keine? Doch, ich habe doch eine. Ja, eigentlich sogar eine ziemlich gute Waffe. So, die ganzen Mechanoiden liefern uns wertvolle Rohstoffe. Was muss ich nochmal machen kann, ist hier hingehen. Kann man das hier kaputt machen? Nee. Medizinischer Notfall? Wo? Kerstin, achso. Wie notfällig ist Kerstin denn? Ach, das ist nicht Kerstin, das ist Dingens. Tod in 0,9 Stunden. Okay. Ich weiß schon, wie das jetzt wieder. Sehr gut. Okay. So, ihr könnt mal diesen ganzen Kram, insbesondere die Bauteile, außerhalb, okay. Architekt Zone, Mechanoiden-Cluster-Vermeidungszone. Da können wir das hier alles ja wieder. Hier haben wir noch mehr. Das kann man das auseinanderbauen. Mechfertiger. Warte, 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 Heiko. So, sehr schön.
So, wo waren wir gerade? Wir waren gerade beim Sachen wegtragen hier. Okay. Ist die Frage, ob wir jetzt hier überhaupt die Dinger brauchen oder ob wir das dann nicht lieber hier hinbauen sollen jetzt. Großhändler. Handelsschiff in der Novunis Company OHG. Sie sind Großhändler. Okay, Großhändler ist immer gut. Gucken wir mal, was die so haben. Wen können wir denn jetzt gerade zum Handeln abstellen? Markus schläft nicht. So. Niedrige Gesundheit, naja, was halt immer so ist, ne? Wir könnten die Kühe verkaufen. Oder uns Hühner kaufen, aber dann haben wir über kurz oder lang wieder alles voller Hühner. 27 Bauteile werden schon mal gar nicht schlecht. Schildkern. Guter Hocker aus Holz. Und denn sonst noch alles verkaufen? Flake. Glattes Leder. Wir haben nichts mehr zum Anziehen hier. Yorkshire Terrier. Behalten wir mal die. Also kaufen wir mal die Bauteile und das soll es dann gewesen sein. Müssen wir nur gucken, wo die jetzt abbleiben. Das Tastatur fällt um. So, wo haben wir jetzt die Bauteile? Ach, die hat er wahrscheinlich hier unten reingeliefert jetzt wieder, ne? Ja, Tatsache. Okay. Dann hol die mal rein. Dann können wir die neu montieren bei. Hier vielleicht. Was mache ich da eigentlich? So, und dann können wir hier nämlich auch gleich obwohl, nee, warte. Da muss auch eine Wand hin. Müssen wir hier ein Dach drauf bauen. Und dann müssen wir hier die Einstellungen kopieren. Dann stellen wir den hier auf Priorität niedrig. So.
So, jetzt haben wir nur noch. Das ist innen, okay, draußen haben wir noch minus 14 Grad. Obwohl wir den Temperaturzernichter ausgemacht haben. Ja, ich würde sagen, das war auch schon wieder eine halbe Stunde. Ganz praktisch, weil jetzt Kerstin stirbt an ihrer schweren Krankheit. Extremer Blutverlust, das wäre ungünstig. Kerstin kann wieder laufen. Okay, mit dieser guten Nachricht verabschiede ich mich dann für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Stadtfilmabend. Wenn euch diese Episode gefallen hat mit dem Hin und Her und dem ganzen Schummeln, dann drückt den Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar und subscribe dem Kanal, falls ihr noch nicht habt. Und dann bis dann.